Hier ist die Allianz Arena auf den Kommentatorenplätzen Manni Breukmann und Frank Buschmann. Die Statistik spricht bei diesem Klassiker eindeutig für die Münchner, aber das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Werkself ein beinahe ebenbürtiger Gegner für den FC Bayern sein kann. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Der FC Bayern München, das ist in Deutschland der Überklub. Na klar, die Fakten lügen nicht. Rekordmeister, Rekordpokalsieger und erster Platz in der ewigen Tabelle der Bundesliga und auch international ist Bayern München natürlich der mit Abstand erfolgreichste deutsche Verein. Wirklich ein Paradebeispiel für einen hochmodernen Zweckbau. Die Allianz Arena im Norden Münchens. Allein schon das ausgefuchste System der sogenannten Esplanade, einem Wegesystem, das zur Verteilung und Lenkung der Besucherströme dient, ist erstaunlich. Da guckst du. Und unser Schiedsrichter heißt Manuel Rui Barbosa. Hat angepfiffen. Hoffentlich wird es ein tolles Fußballspiel. Ein super Timing, er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Ribéry, da trudelt der Ball frei übers Spielfeld. Müller, langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Rafinha, Philipp Lahm. Die verstehen sich blendend. Ja, da muss er gleich durchgreifen. Das gibt Freistoß. Schweinsteiger. Er sagt, hier ist Endstation. Der Ball geht ins Aus. Es gibt Eckball für den FC Bayern München. Ja, der Pass kommt an. Bastian Schweinsteiger. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Der Ball, er springt vom Abwehrspieler ins Tor. Wir haben das Führungstor gesehen und der FC Bayern hat es erzielt. Die verstehen sich blind. Reinhardt. Bastian Schweinsteiger. Dante. Alaba. Lahm. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Lahm. Ribéry. Im 16er gibt es jetzt einige Anspielmöglichkeiten. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Can. Toprak. Hönisch. Kießling. Was wird er heute bringen, Frank? Der ist nicht nur vorne brandgefährlich, der arbeitet auch gut nach hinten und zerstört so das Aufbauspiel der Gegner. Das muss es sein!
Der Assistent zeigt an, abseits. Da hat kein Mitspieler eine Chance, an diesen Ball heranzukommen. Was machen die eigentlich im Training? Ribéry, der kann alles am Ball. Alaba. Ribéry. Schuss und was für ein Tor! Was für ein Tor, liebe Fußballfreunde! Volley reingesemmelt, unfassbar, hoch die Tassen! Herrlich gemacht, eine Bilderbuchflanke. Lars Bender. Castro. Mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Mein Gott, ist das fahrlässig, an dieser Stelle den Ball zu verlieren. Schweinsteiger am Ball. Sie haben eben viele technisch gute Leute. Das merkt man bei diesen Kombinationen. Und über diesen Pass freut sich nur der Gegner, denn der kriegt Einwurf. Can. Reinhardt. Philipp Lahm. Müller. Mario Götze. Jetzt läuft der Ball gut. Sie kombinieren hervorragend. Philipp Lahm. Hilbert. Er sucht den Abschluss. Sofort abgezogen. Und? Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Dante. Ribéry. Alaba. Boateng. Müller. Lars Bender. Jérôme Boateng. Lahm. Seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Ja, da muss die Abwehr besser aufpassen. Der steht ja ganz alleine vor dem Tor. Zum Glück für die Hintermannschaft wird auf Abseits entschieden. Boateng. Alaba. Mario Götze. Da trudelt der Ball frei übers Spielfeld. Müller. Schweinsteiger am Ball. Das war schon immer ein trügerisches Ergebnis, aber es sieht komfortabel aus. Halbzeitstand 2:0. Der Schiedsrichter sagt, es ist alles in Ordnung. Und dann geht's in den zweiten Durchgang. Super Pass, genau auf den Punkt. Und ja, da kann sich der Torhüter bei ihm bedanken, dass dieser Ball nicht durchkam. Das hat er klasse gemacht. Ribéry.
Philipp Lahm. Alaba. Mario Götze. Super Flanke. Diese Flanke ist überhaupt kein Problem für die Abwehr. Lahm. So macht das richtig. Er kämpft und hat den Ball. Lars Bender. Müller. Mario Götze. Rafinha. Sauber geklärt. Ja, das muss Eckball geben für den FC Bayern München. Wir haben es schon so oft erlebt, vielleicht passiert es diesmal auch. Ein neuer Mann und es gibt doch keine Niederlage. Mit all seiner Routine, mit seiner ganzen Ruhe in dieser Situation klärt er. Jerome Boateng. Boateng. Alaba. Gutes, schnelles Passspiel. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Ich will nicht übertreiben, aber kilometerweit am Ziel vorbei. Arjen Robben wird jetzt eingewechselt. Schweinsteiger am Ball. Hilbert. Sidney Sam. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Die Flanke kommt gut. Mein lieber Mann, den hat er klasse gehalten und dann hält er den Ball auch noch fest. Schönes Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Irgendwo im Nirgendwo, rollt über die Seitenlinie. Die Karten werden noch mal neu gemischt. Es gibt jede Menge Auswechslung. Lars Bender, Simon Rolfes. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Rafinha. Philipp Lahm. Lahm. Alaba. Da hat das Timing nicht gestimmt, deswegen abseits. Der Trainer gern. Philipp Lahm. Ribéry. Mario Götze. Da trudelt der Ball frei übers Spielfeld. Gilbert. Fliegt in den 16er. Ribéry. Lahm. Toni Kroos. Robben. Schweinsteiger. Das wird ganz gefährlich. Achtung. Schöner Pass. Tor, das können sie ja. Und dann wäre der Sieg sicher.
Was will er denn jetzt, der Trainer? Reicht ihm die Führung nicht? Also vielleicht ist es ja gar nicht so dumm, Manni, dass man das Spiel vom eigenen 16er weghält durch eine weitere Offensivkraft. Vielleicht ist das gar nicht so verkehrt. Hönisch. Lars Bender. Die Augen einmal, zweimal. Das ist eine Riesenüberraschung, dass die jetzt plötzlich einfach mal ein Tor machen. Also bin ich auch ganz ehrlich, Manni, habe ich überhaupt nicht mehr mitgerechnet, aber das nennt man dann wohl gute Chancenverwertung. Klasse erwischt, diesen Kopfball, Druck hinter die Kugel gebracht, aber glänzend pariert. Toni Kroos. Mensch, der bringt ja fast jeden Ball zum Mitspieler. Mandzukic. Castro. Lars Bender. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Besser und härter kannst du nicht schießen. Aber besser kannst du auch nicht halten. Schweinsteiger am Ball. Lars Bender. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Oh, da bahnt sich nochmal was an. Achtung! Das war schon mutig, sich in diesen Ball reinzuwerfen. Für die einen war es ein schöner, für die anderen ein schriller Pfiff. Es ist der Abpfiff des Schiedsrichters. Wir haben über die Höhe des Sieges diskutiert. Pustekuchen. Ja, das war deutlich enger, als man das erwarten konnte, Manni. Also das war eine richtig enge Kiste. So, liebe Zuschauer, mein Name ist Manni Bröckmann. Ich darf mich dann verabschieden nach diesem hochklassigen Spiel, wie ich fand. Und hoffentlich sind Sie beim nächsten Mal wieder mit von der Partie.